Mehr Wirtschaft in der Schule. 100 Lehrer aus Rheinland-Pfalz entwickelten dafür in Workshops und in Diskussionen mit Politikern und Unternehmern neue Ideen. Es bestand Einigkeit, dass generell mehr Wirtschaftsthemen in die Lehrpläne und den Unterricht einfließen müssen. Wirtschaftsministerin Lemke forderte in der Podiumsdiskussion, dass Schulen und Unternehmen künftig viel enger zusammenarbeiten und Barrieren zwischen beiden Bereichen schneller überwunden werden müssten. Wirtschaft muss man verstehen, ist Teil unserer Gesellschaft. Und weil die Schule auch dazu da ist, die Welt zu erklären, gehört natürlich auch die Wirtschaft erklärt. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass unsere Jugendlichen häufig einfach keine gute Berufsorientierung erfahren, weil sie die Lebenswelt und die Wirtschaftswelt gar nicht mehr sehen. Sie ist nicht für sie erkennbar. Wie das Ziel, mehr Wirtschaftsthemen in der Schule zu erreichen ist, darüber herrschen allerdings ganz unterschiedliche Auffassungen. Schülerpraktika und Tage der offenen Tür reichen dafür nach Ansicht von Wirtschaftsvertretern nicht aus. Sie fordern, dass Wirtschaft möglichst bald als eigenständiges Schulfach eingeführt wird. Wirtschaften ist allerdings auch komplex und deswegen würde ich so früh wie möglich damit beginnen, das Schülern zu vermitteln, damit sie im Laufe ihres Schülerlebens zunehmende Fertigkeiten lernen, um das Thema Wirtschaften zu einem ganz normalen Selbstverständnis zu machen und positiv zu sehen. Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann sagte, dass Lehrer verstärkt in Wirtschaftsthemen fortgebildet werden müssten. Über eine Internetplattform könnten sie sich bereits eigenständig weiterqualifizieren, sogar mit anschließender Unterrichtserlaubnis. Wirtschaft als eigenständiges Fach ist in Rheinland-Pfalz aber vorerst kein Thema. Hier wird fächerübergreifend im Unterrichtsprinzip unterrichtet, das sei sinnvoller für die Schüler. Sie brauchen Kompetenzen, um Sachverhalte entscheiden zu können, beurteilen zu können, und sie brauchen Kompetenzen, um später auch den Prozess aktiv gestalten zu können. Dies ist aus meiner Sicht am besten leistbar, wenn der Blick auf ökonomische Bildung in den unterschiedlichen Fächern gerichtet wird. Aktuelle Situation: Untersuchungen haben ergeben, dass Wirtschaftsthemen in den meisten rheinland-pfälzischen Schulbüchern nur unzureichend behandelt werden. Viele Lehrer sind bereit, sich verstärkt in Wirtschaftsfragen einzuarbeiten, sich fortzubilden und ihren Unterricht entsprechend umzubauen. Doch sie sehen die Grenzen ihrer Möglichkeiten schnell erreicht. Deshalb fordern auch Lehrer die Einführung des Schulfaches Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Das können die einzelnen Lehrer aus den unterschiedlichen Fachgruppen nicht leisten. Man will ja dann auch die Inhalte kompetent vermitteln. Ich beispielsweise habe also Philologie in Heidelberg studiert. Ich könnte das auch gar nicht richtig. Ich bräuchte einen Kollegen, der wirklich Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre studiert hat, quasi eine Art Diplom-Handelslehrer. Mehr Wirtschaft in der Schule, um Rheinland-Pfalz zu einem stärkeren Wirtschaftsstandort zu machen? Das Ziel ist klar. Über den weiteren Weg bleiben alle im Austausch.